Wie würde ein Musikensemble klingen, das einen elektronischen Beat nachahmt? Man hört Harfe, man hört Klarinette, Cello, Klavier. Das sind also sehr klassische Klänge, die aber in einem völlig anderen Kontext kommen und eben auch teils als perkussive Elemente benutzt werden. On Nodding Terms heißt, man kennt sich so vom Zunicken halt, vom Nodding. Da steckt für mich natürlich dieser Versuch drin, sich anzunähern. Ne? Also ein über das Nodding Terms hinauszukommen. Auf Nodding Terms kommen mehrere Genres eigentlich miteinander in Berührung. Die Idee ist aber, dass der Klangkörper eines klassischen Ensembles sich verwandelt und sich mit den ästhetischen Vorstellungen, die sich eigentlich aus der Clubmusik, aus dem Hip-Hop, aus der Elektronika beschäftigt und die aber wirklich implementiert und sich selbst damit zu einer ganz eigenen Ästhetik formt. Das ist für mich spannend. Komplexität und interessante Sounds findet man in beiden Welten. Ich finde, dass Nodding Terms eine sehr rhythmische Platte ist. Ich bin natürlich auch Schlagzeuger, das kommt dazu. Und ich wollte eigentlich gerade auf der Platte auch zeigen, dass Rhythmus, und zwar auch Groove und Komplexität, durchaus zusammengehen. Ich glaube, es gibt Tracks, die fast auf einer Tanzfläche stattfinden können. Aber ich glaube, ein Großteil ist echt der hier, der Kopfnicker. Glaube ich, ein Kopf. Es ist ein komplexes Kopfnicker-Album.